Stefan Sindera und Jonas Schmidt erreicht ein anonymer Notruf von einem Bauernhof. Dort sollen vor wenigen Augenblicken Schüsse gefallen sein. Da steht ein Auto, warte, da ist auch jemand. Guck mal, der geht weg. Ja. Hallo? Ja gut, es kann natürlich auch sein, dass der jetzt nicht dazugehört, aber ist eigentlich relativ. Komm, wir gucken uns das Auto erstmal an. Ja. Merkt ihr den mal? Der hat einen Hut auf, einen schwarzen Hut und eine schwarze Jacke. Der sieht uns nicht. Nee. Der reagiert Hallo? Auch gar nicht. Keine Ahnung. Blind, taub. Ja gut, aber warum steht hier dieses Auto einfach auf, ne? Ich mach mal eine Halteabfrage. Ja. Gute Entscheidung. Arnold von 1533. Zur gleichen Zeit auf der Wache. Irgendwo war noch die andere Akte, oder? Die wir eben gesucht haben. Ach, da ist jemand. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Nova, mein Name. Ich suche meinen Mann und meinen Sohn. Die sind. Ich erreiche sie nicht seit Stunden. Das ist total ungewöhnlich. Irgendwas stimmt da nicht. Okay. Sie haben heute Morgen, haben das letzte Mal mit Ihnen gesprochen. Ich habe heute Morgen. Sie sind sehr aufgeregt. Kommen Sie ruhig mal mit ins Büro. Wir unterhalten uns mal in Ruhe. Kommen Sie einmal durch. Vielleicht können Sie eine Vermutung oder eine Suche machen oder so. Jetzt erzählen Sie erstmal ganz in Ruhe. Setzen Sie sich mal hier hin. Danke. Bitte schön. So, jetzt nochmal. Also, Ihr Mann und Ihr Sohn sind seit heute Morgen. Ja, Martin, also mein Mann Martin. Und mein Sohn Samuel, ich habe heute Morgen noch mit beiden im Gruppenchat gesprochen. Mein Sohn sagte mir, es gibt was zu feiern. Ich weiß nicht, ob er vielleicht eine Beförderung hat oder irgendwas, er wollte es nicht sagen. Und dann hat er nur gesagt, mach Lasagne, sein Lieblingsessen. Und dann, okay, und wollten Sie vielleicht einfach einen Ausflug machen oder so? Nein, ich habe auch bei der Arbeit angerufen. Sie sind ja bei der Arbeit normalerweise. Okay, Samuel, sind beide bei der Arbeit nicht aufgetaucht? Nein. Okay. Ich habe angerufen überall und das ist ganz ungewöhnlich. Beide sind mit was sind so Sie unterwegs? Also haben Sie Ihre Autos da oder? Mein Auto ist weg. Was haben Sie denn für ein Fahrzeug? Ein schwarzes, ein Honda Civic. Ein Honda Civic, okay. Kölner Kennzeichen. Ja. OP 9183. 9183. Okay, nur für den Fall, dass Ihr Fahrzeug tatsächlich entwendet wurde und eventuell schon die Kennzeichen oder so ausgetauscht wurde. Wir müssen ja von jedem Fall ausgehen. Haben Sie irgendwelche Auffälligkeiten an Ihrem Auto? Große Aufkleber, irgendwelche Beschriftungen, auffällige Kratzer? Gar nicht. Ich habe ihn ja gestern gesaugt. Ich habe, das Auto ist komplett leer. Aber ich habe einen Eiskratzer gestern gekauft. Einen lila Eiskratzer, weil es wird ja jetzt kälter. Okay. Der liegt vielleicht im Kofferraum noch? Oder wo habe ich den hingetan? Vielleicht im Kofferraum. Ich weiß es nicht, aber vielleicht im Auto. Ich notiere es mal dazu, aber sonst von außen keine Auffälligkeiten. Gar nichts, aber ich möchte Ihnen kurz meinen Sohn zeigen. Ja, gerne. Das ist Samuel und der ist absolut zuverlässig. Gut, er hat ein kleines Hobby, er macht gern Wetten. Okay, Frau Nowak, ich komme sofort dazu. Ich würde das ganz kurz der Kollegin durchgeben, aber, dass sie eventuell... Martin noch, Martin und mein Samuel. Okay, ich bin sofort wieder bei Ihnen. Ich würde das nur ganz kurz durchgeben wegen der Fahndung nach Ihrem Fahrzeug, ja? Köln-Trennung Otto Paula 9183. Ja, der Wagen ist zugelassen auf eine Linda Nowak. Die sitzt doch gerade bei uns auf der Wache. Die möchte ihren Mann und ihren Sohn als vermisst melden. Ihren Mann und ihren Sohn vermisst. Was geben die denn an? Haben die irgendwelche Wertsachen in dem Auto? Sie gibt an, dass der Wagen frisch gereinigt wurde. Dementsprechend sollte da gar nichts drin sein, außer ein Eiskratzer. Ein Eiskratzer. Ja gut, okay, verstanden. Vielleicht nur eine Parkscheibe. Pass mal auf, ich habe Motor gefühlt, der ist kalt. Das heißt, der Wagen steht hier schon länger. Von daher kann die Person, die hier gerade lang gegangen ist, war vielleicht irgendein Spaziergänger, der hier einfach gedacht hat, ich guck mal, was es hier zu holen gibt. Aber du hast das verstanden, ne? Die auf der Wache sind, vermisst ihren Mann und ihren Sohn. Das ist ihr Auto. Das ist ihr Auto, genau. Von Nowak, meine ich, hätte sie gesagt. Das heißt, vielleicht sind die beiden irgendwie unterwegs mit dem Wagen und... Ja gut, aber warum lasse ich dieses Auto so auf, ne? Guck mal da hinten rein. Was ist denn da? Liegt da ein Stab oder ein... Nee, aber ey, da liegt eine Schaufel. Eine Schaufel? Ja. Scheiße. Jetzt sag sowas nicht.
Jetzt zähl mal eins und eins zusammen. Die vermisst ihren Mann und ihren Sohn. Und jetzt liegt in dem Auto ein Schaufel. Und die gibt eigentlich an, dass in diesem Auto überhaupt nichts liegen dürfte, außer dieser Eiskratzer. Den finden die Beamten nur wenige Meter vom Auto entfernt. Direkt daneben entdeckt Stefan Sindera frisch aufgeworfene Erde, unter der sich ein verschlossener Koffer verbirgt. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Dieser Typ, der hier vorhin war, der hatte einen Hut auf und der hatte eine schwarze Jacke an. So, ich weiß nicht, ob der uns erblickt hat vorhin, aber der hat sich sehr merkwürdig verhalten. Vielleicht sollten wir dem einfach noch mal folgen. Wenn er in dem Eselschneckentempo da weitergeht, dann kriegen wir den. Warte mal, ich krieg diese Scheiße nicht auf. Ja, dann nehmen wir den mit. Aber weißt du was, bei einer vermissten Sache sollten wir normalerweise auch noch in den Kofferraum gucken. Ja. Oder? Jetzt mal ehrlich. Also ja. Das 1-0 für den Koffer. Pass auf, ich schau mal eben schnell rein. Ja, zumindest gut. Der ist ausgesaugt und ist auch sauber. Also gut, vermisst ist hier jetzt glücklicherweise niemand in dem Auto. Okay, Koffer nehme ich erstmal mit. Ja, lass uns gucken, ob wir diesen Typen da noch irgendwie kriegen. Ja. Ja, die Lichtbilder habe ich auf jeden Fall auch mal weitergegeben an die Kollegen. Mara, ich muss kurz stören. Also der Wagen wurde jetzt gefunden auf einem Feld. Okay. Mein Auto? Genau, ihr Auto wurde gefunden. Die Türen waren aber aufstehend und es lag nur eine Schaufel mit Erde im Auto. In meinem Schaufel Auto? Genau. Okay, und von Mann und Sohn keine Spur. Also bisher noch nichts gefunden. Aber was hat das denn zu bedeuten? Eine Schaufel? Mein Auto? Ich bin wieder draußen. Okay, danke, Alina. Oh mein Gott. Aber was heißt das denn jetzt? Ja, also ich. Es klingt natürlich jetzt erstmal. Versuchen Sie jetzt nicht gleich das Schlimmste zu denken. Versuchen Sie nicht das Schlimmste. Nein, um Gottes Willen, Frau Nowak, jetzt versuchen Sie bitte nicht solche Gedanken zu haben. Es wird sich alles aufklären. Das klingt natürlich jetzt erstmal sehr merkwürdig. Wir haben ja auch die Lichtbilder rausgegeben an die Kollegen. Oh, mir ist ganz schlecht. Mir ist irgendwie schwindelig. Oh je. Frau Nowak, ich würde sagen, wir gehen mal kurz zusammen in die Küche. Ich mache Ihnen einen Tee, damit Sie sich ein bisschen beruhigen. Wollen Sie mich einmal begleiten? Oh mein Gott. Ganz ruhig, alles wird gut. Sieht aus jetzt wie so ein Handelsvertreter, ne? Ja, so ein bisschen, stimmt. Ist recht. Ey, pass auf! Das war doch schon wieder ein Schuss. Von wo kam der? Ja, das weiß ich nicht. Wir sollten uns ein bisschen verstecken. Oder zumindest mal Deckung suchen. Hallo? Da ist jemand. Ohne Scheiß. Da kommt jemand raus. Das ist mir zu heikel hier, ohne Scheiß jetzt. Komm. Hey, bleiben Sie mal stehen da, bitte. Stehen bleiben oder ich schieße. Stehen bleiben. Schön stehen bleiben. Der Kollege hat jetzt einen Warnschuss abgegeben. Nicht mit dem Zweck, die Zielperson zu treffen, sondern einfach unmissverständlich anzukündigen, dass wir gleich wirklich die Waffe einsetzen. Schön die Taschen leer machen, ganz genau. Wer sind Sie denn? Jan Schmidt. Sie stehen im Verdacht, hier irgendwie mit Schusswaffen rumhantiert zu haben. Was haben Sie denn da? Ist das alles, was Sie in den Taschen haben? Nur eine Schaufel von meiner Gartenarbeit. Was haben Sie denn hier gemacht? Ich war kurz zum Spazieren und hatte nur was in der Scheune. Also wie gesagt, ich hatte Ihnen das ja jetzt gerade schon gesagt, Sie stehen im Verdacht, hier geschossen zu haben. Ich habe keine Waffe. Ja, aber was war das denn? Das müssen Sie ja dann gehört haben. Ich habe nichts gehört. Sie haben nichts gehört? Ich habe nichts gehört. Nein. Wie ist Ihr Name? Jan Schmidt? Jan Schmidt, ja. Haben Sie einen Personalausweis dabei? Nein, ich habe nichts dabei. Den Rest der Woche geht es weiter mit milden Temperaturen. So, Frau Nowak, dann dürfen Sie sich einen Tee raussuchen. Gleich, meine Damen und Herren, für Sie noch Frauen und dann endlich, wie versprochen, alles zum sensationellen Boxkampf von gestern Abend. Ich verstehe, dass Sie, das ist der Boxkampf. Welcher Boxkampf? Der Boxkampf, auf den Samuel online gesetzt hat. Der Außenseiter hat gewonnen. Wir haben noch gesagt, wie kannst du dein Geld so verschwenden? Der Außenseiter hat gewonnen. Als ich mit Frau Nowak in die Küche ging, um ihren Tee zuzubereiten, da sie ja doch sehr aufgelöst war, kriegte sie im Radio was von einem Wetteinsatz mit und einer gewonnenen Wette. Da ging es um einen Boxkampf und dann teilte sie mir mit, dass auch ihr Sohn daran teilgenommen hat, an diesem Wetteinsatz und wohl auch auf den richtigen gesetzt hat und somit gewonnen hat. Und das war dann doch sehr relevant für unseren Fall. Zurück an ihrem Schreibtisch kontaktiert Mara Kartitsch umgehend das Wettbüro, das der vermisste 21-Jährige üblicherweise aufsucht, um seine Wetten abzuschließen. Super, Sie haben mir sehr weitergeholfen. Vielen Dank. Ja, tschüss. Also der Gewinn wurde heute Morgen an Ihren Sohn ausgezahlt. 10.000 Euro. Was?
10.000? Oh mein Gott. Jetzt wissen wir zumindest mal, was er zu feiern hat. Ja, ja. Aber wo sind die denn, die beiden? Soll ich noch mal Martin anrufen? Ja, vielleicht versuchen Sie noch mal Ihren Mann anzurufen. Das ist eine sehr gute Idee. Drehen Sie sich ruhig mal um, dann sehen wir. Vielleicht kenne ich Sie ja, ne? So. Ich kann's auch abnehmen. Das klingelt doch schon mal hier. Novak. Wer ist Novak? Arbeitskollege. Ist mir bekannt, vom Funk vorhin. Ja, die Polizei, Schmidt hier. Martin? Wie? Frau Novak, Sie haben jetzt gerade hier angerufen, ja? Ist richtig. Aber wo ist denn mein Mann Martin? Wir wissen das, dass der vermisst ist. Ja. Wir haben Ihren Mann aber noch nicht gefunden. Also das kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen. Aber wie gesagt, beruhigen Sie sich erstmal. Die Polizei ist hier vor Ort, ja? Okay? Alles klar. Gut, Frau Novak. Tschüss. Es ist schon relativ komisch, als wir diesen Herrn Schmidt hier angetroffen haben, dass er zwei Handys auf dem Boden liegen hat. Okay, es kann sein, dass irgendwelche Leute auch zwei Handys haben. Er gab dann ja auch an, dass das eine geschäftlich ist, das andere privat ist. Das will ich bis zu diesem Moment noch glauben. Aber ich habe dann irgendwann eine Zahlenkombination feststellen können und der Anruf von der Frau Novak. Also da war für mich relativ klar, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Der Herr hat wohl irgendwas mit der ganzen Sache hier zu tun. Aufschluss soll ein Blick in den Koffer bringen. Als Stefan Sendera die Nummer eingibt, die auf dem Zettel notiert ist, erlebt der Polizeioberkommissar eine große Überraschung. 3, 5, 5, 4. 4, bitte. Ah! Ja, siehst du, wie der Zufall das so will. Geld! Was ist hier los? Keine Ahnung, ich möchte mich nicht dazu äußern. Sie möchten sich nicht dazu äußern. Gut, ist auch Ihr gutes Recht. Halt mal bitte. Das ist schon wieder ein Handy. Ja, ich weiß, halt mal bitte. Was denn? Schuss! Schusswaffe? Hier liegt eine Waffe. So, Sie bleiben bitte hier stehen, genau an Ort und Stelle. Ist die geladen? Pass auf, Stefan. Ah. Hä? Anscheinswaffe. Also, ist Spielzeug. Schreckschuss? Ja, Schreckschuss. Haben Sie zufällig damit geschossen? Ach, Sie wollten ja nichts erzählen, stimmt, sagen Sie. Ist da Blut dran? Ja. Er will nichts erzählen. Aus dem kriegst du auch nichts raus. Kollege, also pass mal auf. So Beschädigung, meinetwegen hier. Das hier ist eine Sache. Wenn es hier um Menschenleben geht, ne, da werde ich fuchsteufelswild. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich ziehe Ihnen die Ohren lang. Haben Sie das verstanden? So, wir machen das jetzt. Hilfe! Hallo! Hier sind zwei Personen! Ja. Können Sie sich befreien? Sind Sie und Herr Novak? Ja, Martin Novak. Geht das? Können Sie sich befreien? Schwierig. Ah, geht, wunderbar. Sie sind der Sohn? Ja, Samuel. Ja, Sie wurden hier festgehalten, richtig? Ja. Kommen Sie mal raus. Stehen Sie mal auf, geht das? Der 21-Jährige und sein Vater geben an, nach dem Wettgewinn erpresst worden zu sein. Dass es allerdings eine persönliche Beziehung zu dem Erpresser gibt, ahnt niemand. Ja, bestell mir doch mal einen Rettungswagen, bitte. Normale Anfahrt erstmal. Was machst du hier? Kennen Sie den Herrn? Ja, das ist mein Arbeitskollege. Was machst du hier? Der Samuel hat in einer Sportwette gewonnen und hat auf der Arbeit total damit rumgeprallt. Ja, und die Sache ist, ich habe ziemlich finanzielle Probleme und das war für mich dazu der einzige Ausweg. Und der Samuel, der ist halt sehr leichtgläubig und ich dachte, ich kann ihm dann einfach das Geld ganz locker abziehen, indem ich mich als Wettmafia ausgebe. Er ist auch direkt reingefallen und hat darauf reagiert, aber ich hätte gedacht, dass er nicht so dumm ist und direkt seinem Vater alles noch sagt, der mir jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Sie sind so ein richtig helles Bürschchen, ne? Also, Wahnsinn. Da fällt mir nichts mehr zu ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Erpresser hat den 21-Jährigen angewiesen, das Geld auf dem Feld zu vergraben und kenntlich zu machen. Als der Vater das erfuhr, schritt er ein und die Situation eskalierte. Der Arbeitskollege wurde festgenommen.